wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute mal wieder aus den Donauwäldern. Hier bei Mitterkirchen in derselben Au, in der ich vor kurzem gewandert bin. Möchte heute gemeinsam mit euch ein bisschen Wildlife-Fotografie versuchen und mich dort ans Wasser begeben, in diesem Altdamm, wo eben der Fluss Nahen mit der Donau sich schön langsam verbindet. Da hatte es sehr, sehr viele Vögel, als ich vorbeigewandert bin. Bin noch relativ weit weg vom Wasser, daher auch an dieser Stelle die Begrüßung in normaler Lautstärke. Ja, jetzt muss ich mir den Weg suchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da durchkomme, sonst muss ich da noch ein Stück vor. Auf jeden Fall heute Wildlife-Fotografie. Darauf habe ich richtig Lust. Eines der Vorhaben, die ich mir für 2024 vorgenommen habe. Und ja, damit starten wir heute. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich bin jetzt hier an einer Stelle angekommen. Da wird sehr, sehr viel Holz gearbeitet. Es sind verschiedene Lichtungen. Ohnehin ein stark bewirtschafteter Wald hier an der Donau überall. Da hinten die Donau. Aber gerade in diesem Winter gibt es sehr, sehr viele Stürme, sehr, sehr viele Sturmschäden. Und man sieht überall in den Wäldern abgeknickte Bäume, abgebrochene Bäume, junge Bäume, die mitten so auf Baumhöhe abgebrochen sind. Ganz, ganz faszinierend oder auch erschreckend, wenn man so will. Aber was ich jetzt hier mache, da könnt ihr einen Jägerstand sehen. Und ich schätze mal, der ist nicht unbegründet hier, weil man hier so eine Flucht nach vorne hat. Da mein Equipment und hier werde ich mich jetzt mal adjustieren, ein bisschen tarnen, Kamera auf Stativ geben, dann ein paar Minuten hier verweilen und schauen, was passiert und mich dann langsam in Richtung Wasser vorbewegen. So, ich habe mich jetzt hier zwischen den Bäumen niedergelassen. Kamera ist hier rausgerichtet auf das Wasser. Vögel sind sehr, sehr viele da. Die Enten sind gerade ein bisschen nervös geworden. Aber mal schauen. Jetzt heißt es einfach hier warten. Bin ein bisschen geschützt, zeige euch das mal. Hier von einem Baum, das heißt, da sieht man mich nicht gleich. Und in diese Richtung, ja, da unten sehe ich einige Wasservögel schwimmen. Aber jetzt werde ich hier einfach mal warten. Es fliegen laufend. Ja, es sind jetzt meist Enten vorbei. Einfach jetzt ruhig verhalten, Geduld haben und schauen, was vor die Kamera kommt. Man hat fast den Eindruck, die Tierwelt ist ebenfalls im Wochenende. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es ist hier wirklich sehr, sehr viel Holz geschnitten worden in den letzten 2 Wochen. Noch vor 2 Wochen bin ich da gegenüber runtergewandert. Da war hier alles voll mit Vögeln, die sich auch nicht so leicht stören lassen haben. Aber im Moment ist es jetzt hier sehr, sehr ruhig, bis auf ein paar Enten. Tut sich nicht viel. Man hört auch nicht irgendwo einen Rehbock bellen, dass sich irgendwo das Wild aufgescheucht hätte. Ja, vielleicht Samstag, vielleicht haben die Wildtiere heute auch frei. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten hier bleiben und dann mich an eine andere Position begeben. Mal schauen. Vielleicht habe ich etwas im Waldesinneren auf den Feldern Glück, dass ich zumindest noch das ein oder andere Reh
vor die Linse bekomme. Denn bis jetzt, bis auf ein paar Entenfotos aus der Ferne, ist nichts wahnsinnig Aufregendes passiert. Hier ganz an die Spitze dieser Halbinsel gegangen und möchte euch mal was zeigen. So, seht euch mal diesen wunderschönen Mündungsbereich hier an mit diesen wundervollen Inseln. Und diejenigen, die mich bei meiner 30 Kilometer Wanderung begleitet haben, da drüben, da hinten, da ist der Platz, wo ich gerastet habe, da habe ich hier herüber gefilmt und mich sehr gefreut über die Ansicht und war auch wirklich wunderschön, leider hier hinein. Ich denke doch, dass das meiste Sturmschäden sind. Es hat wirklich sehr, sehr viele Bäume bei uns hier weggeräumt, aber der Blick in diese Richtung, der ist nach wie vor landschaftlich traumhaft schön. Vom Wildlife her überschaubar, ein Kormoran ist zuerst drüber geflogen. Aber man kann mit einer langen Linse auch Landschaftsfotografie machen. Und da hinten habe ich meine Kamera positioniert. Da gehe ich jetzt gemeinsam mit euch hin und dann blende ich euch mal einen Bildaufbau ein. An dieser Stelle auch der Hinweis, im letzten Video habe ich ja ein bisschen über meine Pläne 2024 gesprochen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass ich meinen Instagram-Account wieder etwas mehr beleben möchte und schon belebt habe. Also für all diejenigen, die mir auf Instagram noch nicht folgen, schaut da gerne mal rein, blendet euch meinen Account hier irgendwo im Video ein, also meinen Nutzernamen auf Instagram, und schaut einfach da mal vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier auch reinschaut. Da könnt ihr euch die Bilder, wenn auch nur in Instagram-Auflösung, zumindest in Ruhe besser ansehen als im Video. So, da oben wieder hinten. Enten hat es jede Menge, aber jetzt zum Bildaufbau. Könnt ihr diese Baumreihe oder diese Baumgruppe sehen, die hier in den Fluten steht? Da hinten, die Donau ist wieder relativ hoch. Und ich filme jetzt aktuell mit 200 mm. Und mit diesen 200 mm schaue ich jetzt darauf, dass sich die Bäume ausgewogen positioniere, bekomme durch die 200 mm eine sehr, sehr starke Kompression ins Bild. Das heißt, die Abstände nach hinten vom ersten Baum zum letzten Baum nach hinten werden zusammengeschoben. Ebenso rückt auch der Wald im Hintergrund. Ich versuche das hier mal einzublenden. Also da dahinter, also den Wald, den man halt so zwischen den Bäumen durchsehen kann, der rückt ebenfalls näher an mein Hauptmotiv. Das Hauptmotiv ist diese Baumgruppe. Ja, da oben wieder ein Vogel. Mal schauen, ich werde mich jetzt ein Weilchen aufhalten. Das Foto nehme ich mir jetzt mal so mit. Ist halt jetzt ein Landschaftsfoto und kein Wildlife-Foto. Aber ich habe auch meinen Tarnumhang jetzt ausgezogen. Verlasse mich jetzt hier einfach ein bisschen auf mein Glück und darauf, dass ich zur Not immer noch diese wunderschöne karge Insellandschaft hier habe. Es ist auch gerade bewölkt, Wolkenstimmung eigentlich schön, also durchaus sehr, sehr geeignet für Landschaftsfotografie auch. Da drüben auch noch so Inseln, und angeblich, wenn das Wasser nicht so hoch ist, kann man hier teilweise sogar dann rübergehen. Also das muss ich mir dann im Sommer mal ansehen. Im Sommer komme ich wieder mal her oder im Frühling, je nachdem, wenn das Wetter schön ist und es mich hier in diese Gegend verschlägt. Der Wald hier in diese Richtung, von wo wir gekommen sind, hat sehr, sehr wenig Potenzial, muss ich sagen. Da drüben auf der anderen Seite, also am Festland, da schon wesentlich mehr. Aber dieser Bereich hier,
der hat sowohl landschaftlich und ich denke trotzdem auch, was die Tierwelt betrifft, die Vögel, die Wasservögel vor allem, einiges zu bieten. So, das fotografiere ich mir hier und dann suche ich mir noch das ein oder andere Motiv. Wenn hier total im Schwemmgebiet, also das seht ihr, sehr matschig, nach wie vor hier im Mündungsgebiet unterwegs und habe jetzt an die Kamera das 2470 gegeben. Also Wildlife-Fotografie habe ich für heute beendet. Das wird heute nichts mehr. Aber die Landschaft gefällt mir sehr gut und auch der Himmel. Hol euch mal in die Kamera dazu, blende euch hier den Bildaufbau ein. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, ist in der Mitte diese Baumgruppe, die wir auch zuvor schon fotografiert haben, nur jetzt von einer anderen Position. Und ich habe praktisch diese Bauminsel, wenn man so will, jetzt in der Mitte positioniert. Den Horizont gebe ich in diesem Fall ins untere Drittel. Das hat damit zu tun, da ich den Himmel spannend und interessant finde. Also immer wenn der Himmel spannend, interessant ist, die Wolkenformationen im Himmel ein schönes Motiv für sich geben, dann besteht für mich als Landschaftsfotograf die Möglichkeit, dem Himmel mehr Platz zu geben, das heißt den Horizont ins untere Drittel ungefähr zu rücken. Wenn jetzt der Himmel zum Beispiel sehr ausgefressen ist oder sehr langweilig ist, weil er eben grau in grau ist und sehr hell, dann versuche ich den Himmel, soweit es geht, auszublenden. Das habt ihr ja schon das ein oder andere Mal in meinen Videos gehört. In diesem Fall ist aber der Himmel ein ganz wichtiger Bestandteil des Fotos. Hier von dieser Wasserszenerie, von dieser donaunahen Mündungsszenerie mit den Bäumen, wundervoll, mit den spannenden, strukturierten Wolken dazu. Das eben hier mein Motiv, Baumgruppe in der Mitte. Bild halbwegs in der Waage, ist jetzt leider mit diesem Videokopfstativ nicht so leicht einfach, dass ich das immer genau ausrichte. Also kann durchaus sein, dass das Foto nicht ganz gerade ist. Aber das kann ich dann in der Nachbearbeitung endgültig ausbessern. So, es wird fotografiert. Ja, so kann es einem ergehen. Ich habe ja auf das 2470 umgerüstet und bei meiner Wanderung vor 2 Wochen hat mir ein Förster gesagt, dass es hier auch Seeadler gibt gelegentlich. Sieht man selten, aber doch. Und jetzt gehe ich hier diesen Weg. Von hier kommend in diese Richtung und sehe zuerst noch einen Kormoran fliegen, habe ich mir gedacht, gut, Kormoran habe ich immer wieder und dann habe ich so einen Schatten am Himmel oben erblickt. Also ein riesen Seeadler. Ich habe leider nur mit dem 2470 versucht, noch irgendwas einzufangen, ist aber total unscharf. Wenn die Aufnahme irgendwas geworden ist, blende ich sie hier jetzt euch mal ein. Habe nämlich dann gleich wieder aufgehört zu filmen, gar nicht lange probiert. Versucht wieder das 500er raufzugeben. Habe ich jetzt auch gemacht, aber jetzt ist er leider verschwunden. Ja, so geht es einem in der Wildlife-Fotografie. Also die wichtigste Lektion für die Wildlife-Fotografie, die nehme ich mir heute mal mit. Es ist erst vorbei, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich wieder zu Hause bin und die Kamera verstaut habe. Auf jeden Fall nie, solange man sich in der Natur bewegt. Die Natur ist immer für Überraschungen gut. Sensationell, der erste Seeadler, den ich in freier Wildbahn gesehen habe und das hier herunten. Leider nicht auf Kamera, wenn dann nur verwackelt und in der Ferne, aber trotzdem. Ein Hammer-Erlebnis, das mir den Tag ein bisschen, oder den Vormittag, den Fotovormittag ein bisschen verschönt. Also ich verbuche ja den heutigen Tag jetzt mal unter Lerneffekt. Was habe ich gelernt, bevor wir uns das letzte Bild ansehen? Motiv sehe ich bereits vor mir.
blende ich euch dann auch gleich ein. Was nehme ich mir heute mit? Auf jeden Fall, was ich zuerst schon gesagt habe, es ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Und Geduld ist auf jeden Fall King, das wusste ich zwar. Jetzt weiß ich aber auch, wie sich das anfühlt, wenn man sich nicht daran hält. Da hinten hüpft auch. Also Vögel gibt es hier genügend, die herumhüpfen. Aber jetzt habe ich hier noch ein landschaftliches Architekturmotiv dann für euch. Das schauen wir uns gleich an. Also erstens, nicht zu schnell aufgeben. Zweitens, gerade wenn man Vögel fotografieren will und wenn man in einer Gegend ist, wo es wie hier auch so imposante Vögel gibt wie den Seeadler, dann ist es unumgänglich, dass man sich auch den Himmel gut ansieht. Das heißt, immer auch den Himmel scannen, weil der Seeadler ist natürlich wesentlich weiter oben und deswegen immer auch hier die Augen nach oben gerichtet halten. Das Dritte, was ich mir für heute mitnehme, ich brauche definitiv ein anderes Setup, was das Filmen und das Fotografieren betrifft. Genug geredet. Ich würde sagen, wir schauen uns den letzten Bildaufbau an. Blende euch das jetzt hier mal ein. Mach vielleicht das Bild etwas heller. So, das Schlosswalsee mit 200 mm jetzt gefilmt und nachher fotografiert. Warum fotografiere ich das? Zum einen ist es eine wunderschöne Ansicht von hier herum. Ich stehe hier etwas erhöht und kann eben hier sehr schön auf das Schloss rüberschauen. Hab die Donau jetzt gar nicht als Vordergrund, weil ich eben auf 200 mm bin, aber das Schloss so formatfüllend mit dem Turm und mit dem Schloss etwas links, ins linke Drittel des Bildes gegeben und dazu die durchaus sehr, sehr spannenden Wolken, die jetzt noch da sind. Man merkt, es soll ja heute Nachmittag richtig schönes Wetter werden. Man merkt, wie langsam jetzt der blaue Himmel und der Wind die Wolken vertreiben. Das jetzt hier also mein letztes Bild. Restlichen Bilder blende ich euch am Ende natürlich wieder ein. Ihr merkt, ich wechsle immer die Hand, weil ich mit der Z6 filme und die hat durchaus ein Gewicht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abo dalassen, würde mich riesig gern. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Liebe und bleibt gesund.